Glaubt man, Siefighter Oster hier und Hashtag EOWES Productions. Ihr habt es im Intro gesehen, unser Greenscreen ist da. Wirklich vielen lieben Dank erstmal an jeden. Vielen lieben Dank für den netten Support, für die Unterstützung. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Aber ich freue mich umso mehr über den Greenscreen, wie gesagt, weil ihr könnt euch, ihr habt es im Intro gesehen, auf so Eskalationen freuen, auf Greenscreen-Eskalationen. Hashtag EOWES Productions. Ich lasse mir auf jeden Fall immer was einfallen. Dann kommen ab und zu immer so einfach so ein bisschen Fakten machen, Eskalationen. Anyways, wie wir es im Intro gesehen haben, wird sich dementsprechend heute alles um Hashtag Team Osadu drehen, um mein Great Ape Team. Aber zwei Sachen erstmal, bevor wir mit dem Team an sich anfangen. Nämlich, wir sind hier in einem Giant Form Team. Heißt, Tapion ist zwar der Leader, aber das Showcase von heute wird sich nicht um Tapion drehen. Er ist wirklich nur der Leader, weil mit den anderen Rest des Teams lenkt er sich nicht so doll, um ehrlich zu sein. Da ist er in einem Resurrect Warrior Team weitaus besser aufgehoben. Dementsprechend werden wir uns heute wirklich die Great Apes ansehen, weil die Great Apes gehören ja zu seiner Kategorie. Und zweitens, ihr dürft hier quasi dieses Team überhaupt nicht mit irgendeinem anderen meiner Teams vergleichen, denn sie sind auch wirklich ausbaufähig. Dennoch freut euch auf jeden Fall auf das Great Ape Team, auf das Hashtag Team Osadu. Da bin ich echt drauf gespannt, das Team mal zu testen. Ich habe leider Super Baby 2 nicht. Dementsprechend sieht auch mein Team folgendermaßen aus. Schauen wir uns erstmal den Leader Skill an von Tapion. Nämlich, er gibt der Giant Form Kategorie Key plus 3 auf HP Attack Modif 150%. Und jeder, der sich quasi transformieren kann, bekommt noch durch den Leader Skill zusätzlich eine weitere Chance dazu, sich zu transformieren. Heißt, an der Stelle, alle hier werden hoffentlich sich oft transformieren, oft zum Great Ape gehen an der Stelle. Wir haben hier Super Saiyan 3 Goku GT dabei, der ist auf jeden Fall ein Support in dem Team. In der ersten Rotation werde ich lassen Tarts. Tarts habe ich schon, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen vorangebracht. Ich habe die zwei Dupe-Pfade geöffnet, ich habe ihn nicht auf 100% gebracht, weil ich dann meine EGT-Ops auf jeden Fall noch sparen will. Zum Beispiel für Super Saiyan Blue Evolution Vegeta. Aber dieser Tarts bekommt später noch sein Awakening, wenn der andere Tarts reinkommt, der Movie-Boss-Leader. Und dann wird der sehr, sehr solide und wird der beste Partner für den anderen Tarts. Aber ich dachte mir, ich bringe ihn nicht direkt auf 100%, weil es gibt ja keine Garantie, dass den anderen Tarts sie. Dennoch werden wir von ihm wahrscheinlich sehr viel Action sehen, denn er ist auf SC10. Ich habe so viele von ihm gezogen, dass ich auf SC10 bringen konnte, auf 100%. Attack mit 70%, wenn Key 9 oder mehr sind. Und eine Rare Chance natürlich auf Giant Ape zu gehen. Ihn werde ich in der Rotation lassen mit Vegeta. Vegeta ist hier auf SC6. Er bekommt Attack mit 70%, wenn die HP 80% oder drunter sind. Und kann hier zweifach in den Great Ape gehen, Giant Ape. Und mit den Tapion Leader Skills bis zu dreimal natürlich. Ihr müsst das quasi drauf addieren. Linkt sich aber sehr gut mit Tarts an der Stelle. Und in der anderen Rotation haben wir natürlich Team Bardock hier an der Stelle. Bardock leider auf SC1, weil er ist wirklich sehr, sehr gut. Greatly Raised Attack, Supreme Damage und durch die Pässe bekommt er 100% auf seinen Angriff, wenn HP 30% drüber sind. Hat auch zweimal die Chance, sich zu verwandeln. Mit Fascha an der Stelle linkt sich sehr, sehr gut. Sie auf SC2 ist sie bei mir. Erhöht, wenn sie ultet, verbündeten Angriff um 20% für eine Runde. Change in Strength Orb Attack mit 30%. Hat auch jetzt einmal die Chance, in den Great Ape zu gehen. Sie haben zum Beispiel Saint Pride, Shattering the Limit, Saint Raw. Ja, Saint Raw in dem Team ist vertreten von allen Great Ape Charakteren, gibt 25% auf den Angriff. Also man sollte diese echt nicht unterschätzen. Problem ist hier, sie sind noch in der Mache bei mir. Sie sind nicht auf SC10, heißt, sie haben nicht vollen Outputs gesehen. Ihr dürft das nicht zu vergleichen, wie gesagt, mit jedem anderen Team. Dennoch würde ich auf jeden Fall gerne das Hashtag Team Osadu hier probieren an der Stelle. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal in das neueste Event von Super Saiyan 3 Bardock. Gut, und dann sind wir auch schon wieder am Start gegen unseren Urvater mit unserem Giant Aim Team. Ich bin da echt gute Dinge auf jeden Fall. Hashtag Team Osadu. Vegeta macht den Anfang. Vegeta geht direkt in die Giant Ape Form. Beide über hier. Erstmal Shoutout an Asni. Er hat uns quasi sein Tapion hier zur Verfügung gestellt. Sein Tapion ist auf SC10, hat zwei Dupes offen. Da bin ich schon neidisch auf jeden Fall. Aber Shoutout an Asuka auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Zuverfügungstellung von seinem Tapion als Friend. Gut, Sache ist jetzt jedoch hier. Vegeta ist jetzt leider in Great Ape gegangen, weil ja, Typennachteil mit Vegeta. Das vor allem mit einem Giant Ape Team, Giant Form Team, kann es lange dauern. Können Stages auf jeden Fall lange dauern. Wenn sie in Giant Ape gehen,
bekommen wir zwar keinen Schaden, machen Schaden, ordentlich einen normalen Schaden, würde ich mal sagen. In dem Video kriege ich schon guten Schaden. Jetzt leider nicht, weil wir Typennachteil haben. Aber es zieht sich halt. Jetzt in dem Fall, vor allem, wenn wir nicht viel Schaden machen, weil wir Typennachteil haben, da müssen wir eben legit warten, bis er sich wieder zurückverwandelt. Aber ich bin echt drauf gespannt, wie oft wir hier die Giant Ape Form bekommen. Die Transformation von Tapion ist auch auf jeden Fall sehr, sehr geil. Falls ich gesehen habe, werden wir wahrscheinlich hier zu sehen bekommen. Genau. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, damit ihr nichts verpasst an der Stelle. Und wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank für die Unterstützung in der letzten Zeit. Ihr seid wirklich insane. Also wir gehen gerade zu auf die 10.000 Abonnenten und das ist echt ein Meilenstein, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß ganz genau, wie wir damals angefangen haben. Es war echt geil einfach nur. Geil, wirklich. Auf weite Zusammenarbeit hier an der Stelle. Anyways, genau. Er bleibt in Giant. Okay, er bleibt in der Giant Form. Es ist nämlich so, sie bleiben auf jeden Fall, egal welche Charakter sich transformiert, der quasi eine Transformationsmechanik hat, nicht zu vergleichen mit Ultra Instinct Goku Transformation, sondern Giant Form. Deswegen heißt es auch Giant Form, also Charaktere, die in eine Giant Form gehen können. Die bleiben mindestens 2 Runden lang, haben eine Chance, 3 Runden lang in dieser Form zu bleiben. Genau. So. Ja. Ihr merkt schon, ein bisschen müder Start auf jeden Fall, weil wir haben hier Typennachteil. Ansonsten wäre der auf jeden Fall schon weg. Hätten wir Typenvorteil, bin ich mir sicher, wäre der weg, weil ihr solltet echt nicht unterschätzen, der Start war ein bisschen leider nicht zu unserem Gunsten. Aber jetzt sehen wir mal, wie es weitergeht. Er verwandelt sich zurück. Verwandelt sich jemand anderes? Nö, nicht. Egal. Gut, wir müssen aber die Rotation hinbekommen auf jeden Fall. Und zwar andere... Oh Gott, das sieht katastrophal aus. Fahrscheiß ausgerottet, Rotation, bla bla bla. Dann hauen wir hier mal Vegeta raus, weil wir Metals auf jeden Fall haben. Aber ihr merkt schon, ja, die teilen sich jetzt 10 Rods, das sind 25%, boom, direkt. Aber wir haben gemerkt, okay, Goku linkt sich trotzdem nicht gut mit Vegeta. Tals tut es, deswegen werden wir auf jeden Fall Vegeta mit Tals in eine Rotation bringen, das ist unser Ziel. Und Fascher mit Bardock, und dann werden wir sie so lassen, auf jeden Fall an der Stelle. Genau! By the way, falls ihr euch fragt, jetzt wird es immer mit Greenscreen laufen. Ich sage mal so, Gameplay auf jeden Fall, Gameplays. Und wenn ich so News mache, indem ich auf die, oder an sich News über Dokkan, dann auf jeden Fall mit Greenscreen. Ich finde das einfach erfrischender. Layout-technisch sieht eigentlich simpel aus, sieht cool aus, finde ich. Hat auf jeden Fall was. Gameplay, vor allem in Sachen Gameplay, ist es echt angenehm. Summons, egal welches Spiel, also ich sag mal so, egal welches Spiel, Gameplay, Greenscreen, egal welches Spiel in Summon, nicht. Warum nicht? Einen Moment, jetzt müssen wir quasi hier Bardock raushauen. Das können wir so lassen. Dann machen wir das Ganze so. Genau. Warum werde ich bei den Summons vorerst kein Greenscreen benutzen? Weil erstens, ihr wisst, ich eskaliere bei Summons und ich brauche einfach Platz. Ja, mein Greenscreen ist direkt hinter mir. Ich kann da nicht aufstehen. Ihr merkt schon, hier oben hört es auf. Ich kann zwar hinterm Game greifen, so. Bläh. Aber da oben hört es schon auf quasi, wenn ich es so mache. Ja, und ich eskaliere immer bei Summons. Deswegen stehe ich auf, renn rum. Deswegen machen wir das auf jeden Fall ohne Greenscreen und auch, weil ich quasi das immer mir noch beibehalten will, dass ich quasi eingeführt habe damals, dass die Charaktere-Liste, die ich gezogen habe, das kam damals sehr, sehr gut an, als ich das eingeführt habe und dementsprechend bin ich sehr zufrieden damit. Wie gesagt, das haben wir so lange Zeit schon beibehalten, lange Zeit auch damals eingeführt, direkt kam ich auf die Idee. Bin ich echt froh drüber, dass das so gut ankam und deswegen... Summons erstmal ohne Greenscreen und genau, Streams auch ohne Greenscreen erstmal, weil... In den Streams haben wir noch einen Chat da, Musikanzeige, Donation Goal, Abo-Anzeige, bla bla bla. Deswegen mache ich das so. Vorerst habe ich es im Kopf, wie ich das regeln will. Genau, aber schauen wir mal, was jetzt abgeht. Und zwar, die nächste Rotation ist richtig mit Vegeta und Tarts. Okay, und hier kommt dann der andere Dude rein. Der andere Dude ist in dem Fall, Bardock. Genau, oh genau, so sollte es auf jeden Fall passen. Gut, bis jetzt hat es nur einer transformiert. Schauen wir mal, ob wir noch weitere Osadu-Transformationen bekommen. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber wir brauchen auf jeden Fall die richtigen Rotationen. Weil, ihr merkt schon, ja, das ist jetzt nicht mehr auf jeden Fall zu vergleichen mit irgendeinem anderen Team von mir. Ihr wisst, bei einem anderen Team sind da fast alle wichtigen Charaktere auf SA10. Dupes sind vorangebracht und hier sind es halt quasi so Charaktere. Die waren im Aufbau. Wenn ich die gezogen habe, habe ich den Dupe geöffnet, die Dupe-Pfade in die SA reingesteckt und so weiter und so fort. So, nicht halt, dass ich das Team schlecht reden will, es aber natürlich kein Vergleich zu irgendeinem anderen Top-Tier-Team von mir. Aber dieses Team auf jeden Fall, hey, Hashtag Team Osadu, Osadu, das sind wir, das ist unser Team, das ist unser Great Ape Team. Und jetzt haben wir unsere Rotation, nämlich ihr seht schon, schaut mal, so wenn wir sie trennen, 56.000 Angriff auf Vegeta und so, boom, 85.000. Warum? Warum? Wir triggern hier zum einen, ganz kurz, wenn ich das zeigen darf.
Er hat jetzt seine Passive getriggert, was jetzt aber viel wichtiger ist. Big Bad Boss ist 25% auf Angriff und Verteidigung. Same Draw 25%, heißt er mir schon mal 50%. Und dann noch, ja, das ist Key. Und Sane Warrior Race sollte eigentlich noch getriggert sein. Das, ihr seht schon, der Anstieg ist krank, der Anstieg ist brutal. Natürlich kommen wir aber auf keine Ulti. Bei Tarz kommen wir aber, dann machen wir das Ganze mal so. Tarlesh an der Stelle. Vegeta bekommt das Ganze und genau, Tarz wird sein Awakening bekommen, wenn der quasi der Movie-Boss-Leader kommt, Tarz, der Extreme Agility-Team, Kategorie-Leader Tarz. Und die beiden kann man in ein Team spielen, weil der hier heißt Giant Ape Tarz und nach seinem Awakening bekommt er 90% auf seinen Angriff unter anderem. Und der linkt sich so, so gut mit dem anderen Tarz, die geben sich so viel. Mit einem Crit wäre das wirklich sehr solide, natürlich ein Vorteil. Deswegen bin ich auf jeden Fall wirklich drauf gehofft, gespannt, wenn der Tarz kommt. Ich werde auf jeden Fall für ihn sammeln, aber ich sag mal jetzt für alle anderen, das ist kein Muss. Den Tarz will ich aber ehrlich gesagt, wenn er rauskommt, eher für ein Pure Saint Team wollen als Supporter. Egal, bis dahin haben wir noch Zeit. Ich würde sagen, wir genießen jetzt erstmal hier die Show. Aber ihr merkt schon, die Show wird auf jeden Fall ein bisschen dauern. Vielleicht längstes Video auf meinem Channel? Fragezeichen, aber ich glaube nicht. Anyways, gut, das ist eine sehr schöne Combo. Wenn ich euch auch kurz demonstrieren darf, so, okay, 96.000, okay, die geben es trotzdem sehr, sehr gut, aber hier bekommen noch quasi Same Pride dazu, das macht auf jeden Fall was aus. Und unser Orb Change hat hier gut Orbs für uns gechanged und Bardock kann ihn dann an der Stelle angreifen und Bardock 100% auf seinen Angriff, sehr, sehr gute Unit auf jeden Fall, leider ist er bei mir auf SA1. Leider, ja, leider, damn, ja. Irgendwie nie LK in ihn investiert, so. Was soll's, was soll's. Aber okay, Fahrstuhl nimmt die, regelt das schon hier unter sich aus. Drei Stages haben wir noch, okay, okay, bin ich echt drauf gespannt, wie jetzt laufen wird. So, wer hat von den beiden mehr Verteidigung? Vegeta, alles klar, lassen wir mal Vegeta hier an der Stelle so, boom, er kann das hier einsammeln, Tarz soll das einsammeln, müssen wir uns healen? Ich denke, schätze nicht, ich lasse das mal so, ich schätze, wir müssen eigentlich nicht healen, wir lassen das mal so. Genau, heißt, dieses Video wird auf jeden Fall für all diejenigen, die quasi hier ein bisschen abschalten wollen, vom Pen gehen, mal ein Video sich reinziehen wollen, so 20 Minuten, eine halbe Stunde, keine Ahnung, wie lange es gehen wird. Aber ich denke schon auf jeden Fall, dass ein bisschen Zeit mit in Anspruch nehmen wird. Weil ihr merkt schon, hier sind keine One-Shots und so dabei, aber ey, jedes Team funktioniert, solange man damit gewinnt, oder? Ich denke schon. Deswegen funktioniert das Team auch an der Stelle, aber natürlich findet man in der Friendlist, halbe Million, ihr seht schon. Findet man in der Friendlist halt keinen anderen Tals, so könnt da vergebens suchen. Shoutout an Anski, der hat mir seinen zur Verfügung gestellt. Genau. Jetzt sehen wir die Transformation von Tapion, aber die Transformation von Tapion hat es auf jeden Fall in sich. Sieht so mal geil aus. Vor allem Tapion, wenn sein HP 50% drunter sind, heißt nach der Transformation eskaliert er komplett. Er hat schon so 50% Damage Reduction bekommen, also zusätzlich, wenn die HP 50% drunter sind, 150% auf seinen Angriff, 50% auf die Verteidigung. Der Boy ist dann RIP. Der ist auf jeden Fall RIP. Oh, wir können sogar mit ihm ulten. Der wird auf jeden Fall gut Schaden machen. Der wird auf jeden Fall gut Schaden machen hier an der Stelle. Genau, da ist dann quasi der Bonus, auch wenn Tapion sich in dem Team nicht gut linkt, wenn es gerade so mit zu Hildegard braucht, er kann nichts. Eine Million Angriff, raus mit dir, Bardock, like legit. Fast raus. Aber ja, das ist halt das an so einem Team, ja. Man gewinnt damit und wenn sich Charaktere transformieren, dann ist man unverwundbar, aber macht Schaden. Vor allem Tapion macht sehr, sehr, beziehungsweise Hildegard macht sehr viel Schaden. Also das finde ich sehr cool an der Stelle. Genau. Sollte jetzt der andere Tapion in die Rotation reinkommen, verwandelt er sich wieder. Beziehungsweise ist dann der andere natürlich. Aber ich weiß, ob der andere jetzt reinkommt. GG. G zum G. GG. Aber was... Oh, wir sind im Bardock-Event. Was sehr, sehr schwer sein wird, ist Bardock in dem letzten Kampf in 3 Runden zu besiegen. Okay, okay. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Der ist so ein Agil-Typ. Wir haben Tech-Type, haben wir mit Bardock, aber der macht da nicht so viel Schaden. Okay, das wird halt echt interessant, ob wir das überhaupt schaffen, wegen der Bedingungen. Aber ich hoffe, ey, sonst wäre das hier. Sonst wäre es schade, wenn ich hier bin. Sonst wäre es schade. Komm schon, jetzt wieder 1 Million. 1 Million. Leider kriegt. Also, Dupe-System wird leider nicht angerechnet, Crit oder sowas. Wenn die Jungs in dieser Form sind, aber ja, müssen wir so hinnehmen. Hätten wir Typenvorteile, hätte es auf jeden Fall reingekauen. Genau. By the way, wie gefällt euch das Layout eigentlich mit dem Greenscreen? Ihr könnt es gerne in den Kommentaren wissen lassen. Ihr wisst, Feedback ist an der Stelle immer gerne erwünscht. Ich müsste auch quasi ein bisschen labern, dass es nicht langweilig wird. Weil, ja, es dauert ein bisschen lang. Egal, solange wir hier Tapion an der Stelle haben, soll hier auf jeden Fall mal eskalieren.
Vielleicht wäre ich legit vielleicht in ein anderes Event reingegangen. Ich denke nicht. Ich denke, wir nehmen das neueste Event. Gucken, ob das Team fähig ist, natürlich. Deswegen, ja. Sorry für diejenigen, die es ein bisschen zu lang ist, aber Props an diejenigen, die sagen, nö, wollen wir anschauen. Wollen wir auf jeden Fall hier haben. Gut. Was kann man zu dem Team hier noch auf jeden Fall sagen? Wie gesagt, ich habe Super Baby 2 und würde ich ihn wahrscheinlich reintun. Weil er linkt sich sehr gut mit Super Saiyan 3 Goku GT, ist auch individuell gut, 100% auf seinen Angriff bekommt er. Team Bardock könnte man bauen, ja, weil Team Bardock unter sich geben sie noch zusätzlich zu Saiyan Raw etc. Saiyan Pride, Team Bardock Key gibt sie unter anderem. Und ja, das war es eigentlich auch schon größtenteils, wenn mich alles täuscht. Oh, anyways, jetzt wird interessant. Jetzt haben wir den Boost auf Tapion, aber wir müssen auf jeden Fall. Wisst ihr was? Ich tue das Ghost Asher. Ja. Weil ich will Tapion, solange es geht, in diese Form halten. Ein Ghost Asher muss ich mir aber aufheben für Agility Bardock. Genau. Agility Bardock wollen wir in der Rotation haben. Richtig, Fascher nicht, weil Typen Nachteil hat. Das müssen wir dann unterbrechen. Fascher wollen wir da nicht sehen. Solange es geht. Aber wir spielen auch natürlich auf dem Dokamot hin dann. Das werden wir auch machen an der Stelle. Ey, aber bis jetzt von den Great Apes hat sich nur legit Vegeta transformiert. Was ist mit den anderen Jungs los? Und Tapion natürlich. Aber Tapion ist halt HP bedingt. Nice Crit. Also Tapion, wenn er unter 50% ist, eskaliert der. Könnt ihr mir glauben. Er bekommt halt zusätzlich 150% auf seinen Angriff und 50% auf die Verteidigung. Hat schon so immer fix 50% Damage Reduction. Also macht immens Damage. Das ist an der Stelle sehr, sehr nice, Tapion. Sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Okay, wie sieht's hier aus? Wir haben hier 39.000 Verteidigung auf Vegeta. Du darfst ja alles einstauben. Tat soll das hier nehmen. Wir werden uns, denke ich. Schwierig, ich will nichts riskieren. Ne, wir machen das. Ein Ikarus aktivieren wir, weil ich will halt wirklich unter 50% bleiben, dass wir direkt reinkommen mit Tapion, der hat, damit er seinen Boost hat, Angriff boost und auch gut Schaden macht. Dann hoffe ich auf einen Crit gegen Agility Bardock. Ich denke, die zwei Jungs sollten das eigentlich hier, die sollten das finishen, diesen Bardock. Ja, die sollten das auf jeden Fall finishen. Tals auf jeden Fall. Vegeta hat jetzt keinen Crit oder sowas. SA6, aber Tals sollte das eigentlich finishen. Let's go, Tals. Komm schon, zeig, was du drauf hast. 70% auf den Angriff mit Big Bad Bosses, Saiyan Raw, 50% Boom hinterher. Wenn der einen Awakening bekommt, vertraut mir, der wird sehr, sehr gut. Also er bekommt eins, wenn der Kategorie Tarts kommt. 90% auf den Angriff wird sehr spicy. Gut, jetzt ist halt die Frage, ob wir das überhaupt... Ja, GG. Genau das wollten wir vielleicht aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil Tapion vielleicht mehr Schaden machen würde mit Crit, nicht transformiert. Und wir haben hier legit nur 3 Runden. Und die Orbs sind auch nicht richtig gesetzt. Also eine Ulti machen wir da nicht immer. Shit. Jetzt bin ich halt echt drauf gespannt. Zur Not haben wir einen Ghost Asher, aber das wäre eine Runde, die wir hinzubekommen. Vielleicht schießen wir uns ins eigene Bein. Vielleicht. Schauen wir mal. Weil wir halt ein Great Ape Team nehmen und sich die hier verwandeln. Schauen wir mal, das ist interessant auf jeden Fall. Gut, aber gut. Ihr merkt schon, ich muss euch nichts verzählen, mit dem Team dauert es halt echt lang. Aber ich hoffe es klappt. Problem ist halt, danach haben wir nur noch 2 Runden. Das ist das Problem, dass sich jetzt verwandelt hat und er nimmt schon 2 Runden mit. Oh Gott. Vielleicht geht das halt echt noch nach hinten los, will ich euch nichts verzählen. Vielleicht geht das echt nach hinten los. Wir bekommen halt auch natürlich so das Glück will keine Ulti. Danach haben wir noch 3 Charges und wow. Aber eine Frage stellt sich mir hier. Wir haben ja danach 3 Charges. Aber wir greifen erstmal an. Nee, heißt, ich habe dann wahrscheinlich noch keine weitere Runde, sondern nachdem ich angegriffen habe. Beendet sich das Ganze. Wir verlieren dann, weil sich der Raum schließt. So steht es in der Beschreibung. Heißt. Okay, wir haben jetzt 2 Tapions. Mit denen können wir was anfangen, hoffentlich. Wir können natürlich nicht ulten. Ghost Asher erstmal. Ich hoffe, ich kann die Runde versetzen. Also, ich habe es auch noch nicht selbst probiert. Aber ich weiß nicht, ich hab's halt echt nicht probiert. Was mich halt aufregt, ist gerade, dass ich mit Tapion nicht ulten kann, legit. Oder mit Bardock. Ich mach's mal so, ich würde trotzdem gerne irgendwie mit Bardock ulten.
Dokamoto haben wir leider auch nicht bekommen. Jetzt hat die Frage wirklich, da steht null Charges. Ich glaube nicht, dass Ghost Usher was bringt. Ich habe euch damals gefragt, ich habe es noch nie getestet, bisher habe ich es einmal getestet, aber vergessen, wenn das jetzt im Endeffekt, wenn wir jetzt im Nachhinein schlauer, Remaining Charge steht einfach 0 dran, also ich denke, danach verlieren wir, um ehrlich zu sein. 1 Million hier, Angriffsstats auf jeden Fall, ja, Crit, leider kein Crit. Ja, seht ihr, also Ghost Usher bringt da bringt gar nichts, Ghost Usher. War klar, wir haben jetzt verloren. GG, Hashtag Team Osaru. Ja, Leute, was soll ich sagen, so viel dazu, legit, also mit dem... Keine Ahnung, wir hätten wahrscheinlich in ein anderes Event reingehen sollen. Ich hoffe den. Ich werde es nicht abbrechen. Ich meine, ich verliere auch mal, so ist nicht. Dennoch hoffe ich, es hat euch gefallen. Jetzt habt ihr quasi mal einen Blick davon, wie so ein Giant Form Team aussieht. Es war echt ein unglückliches Event. Also hätten wir das Time Limit nicht, hätten wir auf jeden Fall gewonnen. Aber Ghost Rush hat dann nichts gebracht. Es war mir klar. Ich habe euch damals gefragt. Keine Ahnung, ob die Antwort kam, ob es klappt oder nicht. Aber es ist ja so, dass er uns nicht ultet. Und deswegen dachte ich mir, dass Ghost Rush nicht klappt. Weil sich der Raum schließt nach den 3 Runden. Wie man das entgehen kann, kann man glaube ich eigentlich nicht. Weil mir fällt gerade spontan kein Item an. Ghost Usher wäre das einzige oder Sealen, aber bringt nichts. Er ultet ja nicht, sondern der Raum schließt sich. Heißt, ich hätte da Items mitnehmen sollen, die sich einfach total eskalieren. Beziehungsweise hätte ich nicht darauf setzen, dass sich Hildegard quasi transformiert. Anyways, ob so oder so, habt ihr quasi einen Einblick vom Hashtag Team Osaru. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Auch wenn wir verloren haben, egal, das Team funktioniert trotzdem. Ich bin mir sicher, hätten wir diese Time-Begrenzung nicht, Zeitbegrenzung, hätten wir gewonnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.